Sind Sie gerade am Überlegen, ob Sie einen Rechtsanwalt einschalten? Oder haben Sie kürzlich eine Rechtsanwaltsrechnung bekommen, wo Sie sich auf den Hintern gesetzt haben, was der Typ verlangt? Also wenn das Thema Anwaltsgebühren und Kosten des Anwalts Sie umtreibt, dann könnte das das richtige Video hier für Sie sein. Ich will mich in den nächsten Minuten mal ein bisschen mit dem Thema Rechtsanwaltskosten und Rechtsanwaltsgebühren auseinandersetzen. Also, es geht gleich los. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal nachlassbayern.de. Mein Name ist Hans-Joachim von Malsen. Ich bin zwar kein Rechtsanwalt, aber Jurist und Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter und Erbenmediator. Also eine Fülle von Tätigkeiten rund um den Erbfall. Und außerdem ist mein Kanal nachlassbayern.de auf YouTube wohl in der Zwischenzeit der führende Kanal, was das Thema Erbrecht angeht, im deutschsprachigen YouTube. Und manchmal bekomme ich hier auch Testamente per E-Mail zugeschickt. Und dann denke ich mir, mein Gott, es ist mir eigentlich völlig klar, was der oder die Testamentsverfasserin oder Verfasser gemeint hat. Aber warum hast du es so unglücklich ausgedrückt? Und warum hast du nicht eventuell vor Verfassen des Testaments ein wenig rechtliche Beratung gebucht? Das ist dann manchmal dramatisch, vor allen Dingen, wenn es um größere Vermögensvolumina geht, also beispielsweise um ein Haus, ein Grundstück, mehrere Häuser, mehrere Grundstücke und so weiter. Dann fragt man sich, mein Gott, warum macht jemand, der so vermögend verstirbt, nicht das Testament durch oder mit anwaltlicher Begleitung und verfügt dann etwas, wo die Erben nachher entweder einen Riesenstreit haben oder überhaupt nicht das rauskommt, was er eigentlich wollte. Also mein Plädoyer, insbesondere bei größeren Vermögen, lassen Sie sich rechtlich beraten. Ich habe für mich persönlich ja auch eine Erklärung, warum Rechtsberatung bei Testamenten eher wenig in Anspruch genommen wird. Die Menschen haben einfach Angst vor den Kosten des Anwalts. Diese Rechtsanwaltsgebühren, das sind für viele einfach ein undurchschaubarer Dschungel. Und da will ich ein bisschen Licht reinbringen. Also fangen wir mal damit an. Es gibt eine gesetzliche Regelung für die Rechtsanwaltsgebühren. Das ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG. Ich blende Ihnen hier auch den Link ein. Das können Sie im Internet einfach aufrufen und da können Sie alles nachlesen, was ich sage. Und weil es dieses RVG gibt, tun manche Rechtsanwälte so, als würden sie mit ihren Mandanten über Gebührenfragen gar nicht handeln müssen. Die sagen dann einfach, naja, meine Gebühren, die sind nach dem RVG, das ist sowieso alles gesetzlich festgelegt, da brauchen sich keine Gedanken zu machen, das passt alles, Herr Mandant. Und wenn Sie einen solchen Anwalt haben, dann stehen Sie am besten auf und sagen, schön, dass wir uns mal kennengelernt haben, ich gehe zu einem anderen Anwalt. Also Leute, es gibt Wettbewerb unter den Anwälten und der ist erheblich. Wir haben in Deutschland gegenwärtig rund 160.000 Rechtsanwälte. Allein 16.000, glaube ich, in München, also 10% aller Anwälte wohnen hier in meiner unmittelbaren Umgebung. Und da herrscht natürlich Wettbewerb und da kann man eben auch über die Gebührenfrage reden. Was gesetzlich geregelt ist, sind die Gebühren bei Gericht. Das heißt, die Gerichtskosten, die stehen fest und auch das, was ein Rechtsanwalt für eine gerichtliche Vertretung berechnen darf, ist festgelegt. Aber das sind Vorschriften, die eben nur für den Prozess gelten. Und selbst bei einer Prozessvertretung kann man als Anwalt aufgrund einer Honorarvereinbarung mit dem Mandanten vereinbaren, dass man von der gesetzlichen Regelung abweicht. Also meistens dann nach oben. Was der Gesetzgeber verhindern wollte durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ist vor allen Dingen der Gebührenwettbewerb nach unten. Es gibt durchaus viele Rechtsanwälte, also ungefähr die Hälfte, liegt beim Gebührenumsatz pro Jahr unter 100.000 Euro. Bitte vergleichen Sie jetzt nicht Gebührenumsatz mit Ihrem Gehalt. Denn von dem Gebührenumsatz
muss der Anwalt auch noch seine Kanzlei unterhalten. In der Regel hat er gemietete Kanzleiräume. Es gibt natürlich auch Anwälte, die aus dem Wohnzimmer raus arbeiten, aber er hat auch häufig eine Anwaltsgehilfin oder Rechtsanwaltsfachangestellte, heißt es heute. Und er hat natürlich auch Sachkosten zu tragen für Literatur, EDV und so weiter und so weiter. Also wenn jemand 100.000 Euro Gebührenumsatz im Jahr macht, würde ich sagen, gehört der eher so zur absolut unteren Anwaltsschiene, weil das schon schwer ist, mit 100.000 Euro Gebührenumsatz eine Kanzlei zu betreiben, selbst wenn es nur eine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Kanzlei ist. Und solche Anwälte sind da eventuell auch stärker hinterm Geld her als Anwälten, denen es wirtschaftlich gut geht. Auf der anderen Seite, die Anwälte, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, haben dann häufig auch große Kanzleien, haben auch noch angestellte Anwälte und angestelltes Fachpersonal, sodass die dann bei den Stundensätzen meistens auch sehr hoch sind. Aber zurück zu dem Grundprinzip, also das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz regelt in erster Linie die Gebühren, die bei einer gerichtlichen Vertretung. Außerhalb der gerichtlichen Vertretung kann man mit dem Rechtsanwalt eine Honorarvereinbarung abschließen. Das lässt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ausdrücklich zu. Man kann eine Honorarvereinbarung abschließen, die auf Stundenbasis funktioniert. Da sagt Ihnen dann der Anwalt, mein Stundensatz ist, was weiß ich, 280 Euro oder 350 Euro. In München sind das durchaus Stundensätze, die verlangt werden. Auf dem Land kommt der Anwalt vielleicht auch mit 150 oder 180 Euro pro Stunde aus. Das ist in der Regel frei verhandelbar. Noch besser ist aus meiner Sicht die Vereinbarung einer fixen Kostenpauschale, sodass man einfach sagt, okay, ich habe hier das und das Beratungsproblem oder den Beratungsbedarf und was können Sie mir da für einen Pauschalpreis für machen? Und dann kann ich überlegen als Mandant, ist mir das die Lösung des Problems diese Pauschale wert oder gehe ich eben ein Haus weiter und spreche mal mit einem anderen Anwalt. Also wozu ich Sie ermuntern möchte, gehen Sie nicht das Thema Gebühren, machen Sie da keinen großen Bogen drumherum, sondern packen Sie den Stier bei den Hörnern und fragen Sie den Rechtsanwalt, was wird es voraussichtlich kosten und lassen Sie sich eine verbindliche Gebührenabschätzung geben. Dann wissen Sie, auf was Sie sich einlassen und sind nicht im Nachhinein erschrocken, wenn eine hohe Gebührenrechnung kommt. Was Sie bei dem Thema Gebühren natürlich auch nicht übersehen sollten, ist der Vorteil, dass ein Rechtsanwalt für das, was er Ihnen da aufschreibt, beispielsweise als Testamentsentwurf oder Ähnliches, auch die Haftung übernehmen muss. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihr Testament nach meinen YouTube-Videos verfassen und Sie machen da eventuell doch irgendetwas falsch, also ich gebe mir ja bei meinen Videos wirklich die allergrößte Mühe, dass die Inhalte auch zutreffend sind und dass das alles passt, aber weiß nicht, was Sie davon aufnehmen. Und ich kann natürlich auch mal einen Fehler machen, auch das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich hafte nicht für diese Inhalte, die ich hier auf YouTube verbreite. Also meine Beiträge sind gewissermaßen allgemeiner Natur. Ich erläutere Zusammenhänge, um das Wissensniveau über Erbrecht in der Bevölkerung etwas zu verbessern. Aber Ihre Erben oder Sie können nicht sagen, ja, der hat es doch auf dem YouTube-Video vom so und sovielten so gesagt, ich habe es so gemacht und nun ist das Ergebnis aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also was ich vermitteln will, wenn Sie eine Gebühr von, weiß ich nicht, 1.000 Euro, 1.500 Euro oder 2.000 Euro beim Anwalt für ein Testament bezahlen, dann haben Sie auch die Gewissheit, beziehungsweise Ihre Erben dann, wenn in irgendeiner Form da ein Fehler drin ist, dass Sie den Anwalt, hoffentlich lebt er dann noch, auch zur Verantwortung ziehen können und als Haftungsschuldner haben, wenn irgendetwas nicht so passt, wie es ursprünglich vereinbart war. Das ist nebenbei gesagt auch der Grund für die hohen Rechtsanwaltsgebühren. Die sagen natürlich auch immer, ja, wir müssen ja auch dafür haften, was wir hier machen, logisch. Jeder Malermeister, jeder Fußbodenleger, jeder Automechaniker, der haftet natürlich auch für die Tätigkeiten, die er ausführt. Das ist ganz normal bei den Anwälten, die machen immer einen riesen Bohai drumherum. Ja, ich übernehme auch die Haftung,
Wir sind natürlich auch alle versichert, müssen versichert sein, müssen eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung haben. Denn wie gesagt, wenn Sie bei der Beratung anderer Menschen, also von Mandanten, Fehler machen, dann soll dafür auch jemand gerade stehen. Und das ist in dem Fall dann die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Also insofern spricht das schon für eine rechtliche Beratung. Und das Thema Gebühren, das sollten Sie einfach offensiv angehen. Ich will Ihnen jetzt ganz am Schluss noch etwas zeigen, wie Sie auch die gerichtlichen Gebühren, also wenn Sie vor der Frage stehen, soll ich einen Prozess führen oder soll ich ihn nicht führen? Und bevor Sie jetzt mit einem Anwalt reden, können Sie natürlich auch im Internet erstmal abschätzen, was kommt da an Gebühren auf mich zu. Dazu gehen wir jetzt mal direkt an meinen PC und ich zeige Ihnen das mal, wo und wie Sie das im Internet finden. So, jetzt sind wir hier an meinem Rechner und ich habe mal den Prozesskostenrechner des Deutschen Anwaltvereins aufgerufen. Den finden Sie ganz einfach im Internet. Wenn Sie googeln Prozesskostenrechner, kommen übrigens jede Menge Prozesskostenrechner. Also ich weiß nicht, da gibt es bestimmt 40, 50, 60 verschiedene Prozesskostenrechner, die natürlich alle zu dem gleichen Ergebnis kommen sollten, wenn es um die gesetzlichen Gebühren geht. Ich habe jetzt mal den Deutschen Anwaltverein ausgewählt, zusammen mit dem Juris-Rechtsportal. Der ist aber auch allgemein zugänglich, also Sie müssen nicht Anwalt sein, um den nutzen zu können. Aber es ist ein Prozesskostenrechner, der auch von Anwälten vielfach genutzt wird. Es fängt immer an mit dem Streitwert. Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben einen für Erbsachen relativ geringen Streitwert, nämlich 10.000 Euro. Und dann kommt noch Mehrwertsteuer hinzu und es handelt sich um eine außergerichtliche Vertretung. Und dann sehen Sie schon per Knopfdruck, dass Sie hier bei 864,66 € an Gerichtskosten landen. Die außergerichtliche Vertretung bedeutet also, dass der Anwalt Ihrem Beklagten oder Ihrem Beklagter ist er ja noch nicht, weil es ist ja noch außergerichtlich, also Ihrem Anspruchsgegner, besser gesagt, einen geharnischten Brief schreibt, beispielsweise der Vermächtnisnehmer wendet sich an den Erben, weil der sich nicht rührt und der lässt dann Anwalt einen Brief schreiben. So und so ist das Vermächtnis und mein Mandant ist Vermächtnisnehmer und nun geben Sie mal endlich das Auto heraus, das ist vermächtnisweise zugewendet worden oder ein Geldbetrag oder was auch immer. Dann wären Sie bei einem Gegenstandswert, also wenn das Interesse, was der Vermächtnisnehmer hat, 10.000 Euro beträgt, bei 864 Euro Kosten. Wenn jetzt der Anwalt auch noch außergerichtlich mitwirkt, dass es eine Einigung gibt, dann kann der nochmal eine sogenannte Einigungsgebühr verlangen, weil er ja dann praktisch da mitgewirkt hat, dass der Gegner auch eingesehen hat, dass er zahlen muss. Dann wird es natürlich noch mal ein bisschen teurer, dann landen Sie insgesamt bei 1835 Euro. Kosten sind also immerhin schon 18%. Richtig teuer wird es allerdings, wenn Sie die gerichtliche Vertretung beauftragen. Da können die Kosten dann bis auf knapp 14.000 Euro gehen. Also das kann den Gegenstandswert deutlich überschreiten. Ja, das macht natürlich keinen Sinn, wegen 10.000 Euro das durchzufechten. Aber Sie sehen, wie sich das hier aufbaut. Wir haben also auf der einen Seite die Verfahrensgebühr, Terminsgebühr. Es gibt dann mindestens einen Termin für die mündliche Verhandlung. Auslagen kommen auch noch dazu und Mehrwertsteuer. Wenn Sie dann verlieren, beim Zivilprozess ist es immer so, the winner takes it all, sagen die Amerikaner. Das heißt also, derjenige, der verliert, muss auch alle Kosten tragen. Der Gewinner zahlt dann keine Kosten. Und wenn Sie jetzt verlieren, dann zahlen Sie auch noch die gegnerischen Anwaltskosten, auch natürlich nach Gesetz und die Terminsgebühr und Kostenpauschale, sodass Sie dann insgesamt auf Kosten von 4.000 Euro kommen. 40% dafür, dass Sie nichts bekommen haben, das ist natürlich schon bitter. Und in der zweiten Instanz 4.600 und Bundesgerichtshof dann nochmal 6.170, sodass Sie insgesamt auf 14.800 Euro Kosten kommen können, wenn Sie das bis zum BGH durchfechten. Das wird man in der Regel ja bei 10.000 Euro nicht machen. Ich möchte Ihnen noch zeigen, dass die Kosten nicht nur von der Instanz und so weiter abhängen, sondern auch von der Höhe des Gegenstandswerts. Also jetzt nehmen wir mal, wir merken uns mal, wir hatten ja hier 8,5% rund bei einem außergerichtlichen Schreiben. Wenn das Ganze sich aber über 100.000 Euro erstreckt,
Dann haben wir bei einer außergerichtlichen Vertretung 2.289 Euro an Kosten. Das heißt also, der prozentuale Wert bezogen auf den Gegenstandswert rutscht runter von 8,5% auf 2,3%. Also Sie sehen da, es tritt eine deutliche Kostendegression ein, nennt man das. Also die Kosten werden, je höher der Streitwert ist, immer geringer in Relation zum Streitwert. Gerichtliche Vertretung will ich jetzt gar nicht betrachten. Ich will noch hier die Einigungsgebühr betrachten. Und wenn also es dann zu einer Einigung durch Mitwirkung des Anwalts kommt, dann liegen sie bei den außergerichtlichen Kosten bei knapp 5.000 Euro, also knapp 5%, wenn sie um 100.000 Euro gestritten haben. Sicherlich sind 5.000 Euro auch viel Geld, aber bitte führen Sie sich vor Augen, Sie streiten um 100.000. Also es muss alles irgendwo im Rahmen sein und in gewisser Weise wird die Tätigkeit des Anwalts hier bezahlt, ähnlich der eines Immobilienmaklers oder sonstigen Vermittlers. Das werden sicherlich die Anwälte jetzt nicht gerne hören. Kriege ich wahrscheinlich Zuschriften von Anwälten. Wie können Sie denn einen Anwalt mit einem Makler vergleichen? Aber unterm Strich ist es schon so, je höher der Gegenstandswert ist, umso höher ist auch die Vergütung des Anwalts. Wie gesagt, mit einer Degression an Kosten. Das ist ja beim Makler anders. Aber ja, deswegen bekommt er vielleicht manchmal auch für 3, 4 Schreiben und einen Verhandlungstermin einen Betrag von 5.000 Euro. Also man muss sich immer fragen, lohnt sich die rechtliche Auseinandersetzung? Und hier möchte ich an der Stelle nochmal auf das Institut der Mediation hinweisen, denn Sie können natürlich, vorausgesetzt, die Gegenseite spielt mit, Sie können einen Prozess auch vermeiden, indem Sie ein Mediationsverfahren anregen. Und wenn sich die Gegenseite auch dieser Kosten bewusst ist, und das kann man ja denen auch mal zuschicken, man kann ja im Internet mal berechnen, wenn wir jetzt hier über 100.000 Euro streiten würden, was kommt da an Kosten auch auf euch zu? Das ist ja das Kostenrisiko, dem der Gegner ja auch ausgesetzt ist, dann kriegt er vielleicht auch eine gewisse Sensibilität und sagt, hey, Moment mal, Mediation, also meine Gebühren für eine Mediation liegen so in der Regel zwischen 1.500 und 2.500 Euro plus Mehrwertsteuer. Mehr wird da nicht aufgerufen. Das hängt immer ein bisschen vom Aufwand ab, aber ich mache Ihnen vorher auch ein verbindliches Angebot und dann sehen Sie da den Unterschied zu einer anwaltlichen oder streitigen Auseinandersetzung, also vielleicht eine Anregung. Wenn Sie Interesse haben, dann in der Videobeschreibung steht auch meine Webadresse. Können Sie sich auch für Mediation gerne an mich wenden. Ich bin damit durch. Das Video beende ich jetzt hier mit diesem komischen geteilten Bildschirm. Ist jetzt einfach so. Alles andere wäre jetzt zu kompliziert, nochmal aufs Vollbild umzuschalten. Kriege ich so einfach nicht hin. Aber ist ja auch egal. Ich freue mich, dass Sie bisher zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder ein bisschen was gebracht. Und wir sehen uns in 14 Tagen beim nächsten Video. Ich freue mich schon. Bis dahin alles Gute Ihnen und bleiben Sie gesund.